9 Stellen aus der Heiligen Schrift haben wir gehört. 9 verschiedene Perikopen, 9 Portionen des Wortes Gottes, die für uns ganz wesentlich sind, die grundsätzlich sind für unser Christsein. Es sind Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Teilweise spektakuläre Erfahrungen, große Erfahrungen, wo sie sich Generationen danach noch erinnert haben und noch heute erinnern. Dieser Durchzug durchs Rote Meer zum Beispiel, den wir gehört haben. Aber auch ganz unauffällige Erfahrungen von Menschen, die ganz im Intimen, ganz im Geheimen geschehen sind. Ein intimes Geschehen zwischen Gott und einer ganz konkreten Person. Im Namen dieses Gottes, mit dem Menschen im Lauf der Geschichte verschiedene Erfahrungen gemacht haben, wurde viel Gutes getan, kam die frohe Botschaft in die Menschheit herein, kam Hoffnung herein, kam ein Sieg über den Tod, über die Angst in unser Leben auch herein. Aber im Namen dieses Gottes wurde manchmal auch Unheil angerichtet. Im Namen dieses Gottes wurde gekämpft, wurden auch Kriege geführt manchmal. Und da habe ich mich gefragt, wie man erkennt dann, wo Gott drinnen ist, wo in unserem Leben Auferstehungen passieren, in denen Gott drinnen ist, wo dieser wirkliche, echte Gott der Bibel, dieser christliche Gott am Werk ist und wo auch große Aufregung manchmal ist, wo auch Erfahrungen sind, wo aber dieser Gott in Wirklichkeit nicht drinnen ist, wo es eigentlich ein Antichrist ist manchmal. Wir kennen alle dieses Wort. Wie erkennt man das? Wie unterscheidet man das? Und ich glaube, dass wir in diesen Berichten, die wir heute gehört haben, und auch in dem Osterevangelium, das wir heute gehört haben, und auch in den nächsten Tagen, in diesen Begegnungen mit den Auferstandenen, dass wir da Kriterien herausnehmen können, mit denen wir ein bisschen unterscheiden können, auch in unserem eigenen Leben, wo wirklich Auferstehung passiert, was wirklich von Gott kommt und was vom Antichrist kommt, was Böses in unser Leben kommt, Destruktives. Und für das Wirken Gottes sind mir 3 F eingefallen. 3 F, an denen wir erkennen, dass wirklich Gott am Werk ist. Das erste F ist der Friede, dass der Friede in dieser Erfahrung drinnen ist. Das zweite F, dass in dieser Erfahrung Freiheit drinnen ist. Das dritte F ist, dass Freude drinnen ist in dieser Erfahrung. Diese 3 F, Friede, Freiheit, Freude, finden wir in allen Begegnungen von Menschen mit dem Auferstandenen, in allen authentischen Begegnungen. Friede, der erste Gruß des Auferstandenen an die Jünger ist, der Friede sei mit euch. Der Friede nach aller Unruhe, die vorher geherrscht hat, nach aller Angst, die vorher geherrscht hat. Sie sind davongelaufen, die Jünger. Sie sind in Angst gewesen. Sie haben ihren Herrn allein gelassen. Trotzdem wünscht er ihnen den Frieden. Der Friede sei mit euch. Und dieser Friede kommt bei ihnen an. Ein Kriterium, dass Gott in einer Erfahrung drinnen ist. Das Gegenteil wäre Unruhe. Und nicht eine heilige Unruhe, die es auch gibt, die uns voranbringt im Guten, sondern eine Unruhe, die destruktiv ist, die uns verwirrt, die uns innerlich durcheinander bringt, die wir auch alle kennen. Das Spiel der Gedanken in unserem Kopf, wir spielen Dinge durch, manchmal in der Nacht, wenn wir wach liegen, wenn wir nicht schlafen können, wenn sich die Gedanken drehen. Das sind dann Dinge, wo man eher sagen muss, die kommen nicht von Gott. Die bringen keinen Frieden, die bringen uns nicht weiter, sondern die blockieren uns im Leben. Also den Frieden Gottes müssen wir festhalten, dort wo Friede drinnen ist. Die Unruhe, die Verwirrung, die der Böse stiftet in unserem Herzen, aber auch in unserer Welt, auch in unseren Gemeinschaften, da müssen wir ruhig, aber entschieden Nein dazu sagen. Diese Stimmen in unserem Inneren, diese Stimmen im Äußeren, sagen, zurück mit dir, Gott ist stärker, Jesus ist stärker und Jesus bringt den Frieden, damit wir den Frieden in unserem Herzen halten können. Das zweite F, die Freiheit. Wir wissen auch, dass viele Menschen in der Sklaverei leben, in Abhängigkeiten leben. Auch wir haben Abhängigkeiten, wenn wir uns ein bisschen in den Alltag hineinversetzen.
ständig das Handy in der Hand zu haben, nicht glücklich zu sein, wenn ich nicht alle 2 Minuten drüber wischen kann, vielleicht im Internet zu surfen ohne Ende oder verschiedene Substanzen, verschiedene Dinge, die wir uns zu uns nehmen, oder das weiß ja jeder selber am besten, wo unsere Abhängigkeiten, unsere Sklavereien sind. Aber Gott ist ein Gott der Freiheit, der uns auch dort, wo wir uns selber blockieren, wo wir uns selber gefangen halten, herausführen möchte. Der Jesus aus dem Grab, aus dem dunklen Grab, aus diesem engen Grab herausgenommen hat, der das Volk Israel aus der Sklaverei herausführt, ein Gott der Freiheit bringt und nicht Sklaverei, Abhängigkeit. Also wenn wir merken, dass in einer Erfahrung mit Gott Freiheit drinnen ist, dass das unser Herz leichter macht, freier macht, dann ist das authentisch. Und wenn es unser Herz eng macht, ängstlich, skrupulös macht, dann wäre ich vorsichtig, ob das nicht vom Bösen kommt. Das dritte F, das Gott immer bringt, ist die Freude. Die steht in dieser Nacht ganz im Mittelpunkt. Das Gegenteil von der Freude wäre Mutlosigkeit, Trostlosigkeit, Leere, Kleinmut, Gefühle, die wir auch alle kennen aus unserem Leben, die auch da sind in unserem Herzen, aber auch in der Welt, in vielen Situationen. Ich denke an Syrien, wo man irgendwie schon die Hoffnung aufgegeben hat, wie das noch weitergehen soll. Ich denke an Palästina, Israel, an dieses Land, das gespalten ist, wo man auch irgendwie keine Aussicht mehr hat nach menschlichem Ermessen, dass da noch einmal irgendwie Besserung eintreten soll. Und dann ergreift uns Mutlosigkeit. Und dann blockieren wir uns und es geht gar nichts mehr weiter in den Verhandlungen. Aber dort, wo wir die Freude Gottes in unser Herz hereinlassen, diese Freude, die oft in aller Unruhe, in allen Turbulenzen des Lebens ganz tief am Grund da ist, die uns trägt, dort ist eine Erfahrung von Gott. Jetzt werden wir dann im Anschluss gleich das Taufversprechen erneuern und wir werden gefragt werden, ob wir dem Bösen widersagen, dem Bösen wirklich entschlossen, resolut widersagen und ob wir an Gott glauben, an Gott den Guten, der Friede bringt, der Freiheit bringt, der Freude bringt. Im Mittelalter war es Brauch, dass sich die Menschen zuerst, wenn sie gefragt wurden, widersagst du dem Bösen, nach Westen gedreht haben und die Kirchen waren meistens geostet, also sie haben sich gegen die Westfassade gedreht und haben dem Bösen widersagt, indem sie wirklich gegen das Böse ausgespuckt haben, Grimassen gezogen haben, dem Bösen die Faust gezeigt haben. Sie haben wirklich dem Bösen widersagt im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann wurden die Fragen gestellt, glaubst du an das Gute, glaubst du an Gott, an den, der dich in die Freiheit führen möchte, der Frieden in dein Herz bringen möchte? Und dann haben sie sich gegen Osten gedreht. Die Richtung der aufgehenden Sonne, die Richtung der Sonne, die Christus symbolisiert, der wiederkommt. Und dann haben sie vollen Herzens zugestimmt, haben eingestimmt. Und ich lade euch ein, dass auch wir jetzt diesem Gott des Friedens, der Freiheit, der Freude zustimmen, dass wir Ja zu ihm sagen, und dass wir uns vom Bösen, das uns in unserem Leben blockiert, das uns hindern möchte, weiterzukommen, dass wir dem resolut auch wieder sagen. Wir werden das Taufwasser zuerst segnen, den Segen über das Taufwasser singen und dann werden wir das Taufversprechen erneuern und dann darf ich durch die Kirche gehen und euch mit dem Wasser, mit dem geweihten Wasser besprengen. Und wir erinnern uns an die Taufe und wir fühlen diese Frische des Wassers, diese Frische Gottes in unserem Leben. Amen.